Wunderbar. Ja, herzlich willkommen zur Session. Oh ja, wir kriegen ja auch noch Besuch. Kleinen Moment. Zur Session Vision der Corporate Learning Community. Diese Vision, die wir jetzt haben, ist 2017 am Ende des MOOCathon entstanden. Und der MOOCathon endete mit einem Hackathon, deshalb dieser eigenartige Name. Und dieser Hackathon waren 2 Tage Treffen von 30 Community-Mitgliedern in Frankfurt, die dann all das, was in diesem MOOC vorher entstanden ist, zusammengefasst haben in einem Wikibook. Und der Extrakt von dem Zusammengefassten war dann noch die Vision für 2025. Denn der MOOC ging um das Thema: Wie sieht Lernen, wie sieht Corporate Learning in 2025 aus? Ne? So, die Vision, die da entstanden ist, hat eigentlich 4 Punkte. Ich zeige die mal kurz. Warte mal, jetzt muss ich erstmal das hier richtig teilen. Damit ihr auch sehen könnt. Übrigens, Wikibook, es steht jedem zur Verfügung. Ihr könnt auch eure Anmerkungen da irgendwie reinschreiben. Das geht genauso. Man kann sie auch weiterentwickeln. Ich habe den Link in Slack-Chat-Raum Lea gepostet gerade. Fenster. Organisationales Lernen. Jetzt müsstet ihr es sehen. Nee. Mhm. Warum nicht? Ja, Moment. Ja, okay. Da oben sind die 4 Überschriften, die dann unten ausgeführt sind. Wir bleiben erstmal bei den Überschriften. Vielleicht kann man es ein bisschen größer machen. Dann könnt ihr es besser sehen. Genau, also es geht um die Rolle von L&D in 2025 und wir haben damals so als zusammenfassenden Satz formuliert: von der Abteilung zum interdisziplinären Lernnetzwerk. Also Lernen ist damit nicht zentralisiert, sondern Lernen ist damit in vielen Abteilungen, vielen Bereichen der Organisation ganz selbstverständlich und ja, vielleicht koordiniert man es ein bisschen, aber es ist nicht eine Abteilung. So, dann die Lernenden, die sind auch berührt vom zentral gesteuerten Lernen heute zum mehr selbstorganisierten und kollaborativen Lernen. Dann haben wir gesagt, welche Lernumgebung wird es eigentlich sein? Und dann haben wir so formuliert: vernetztes Arbeiten in virtuellen und physischen Räumen. Also dieses vernetzte Arbeiten haben wir in den Vordergrund gestellt, denn uns war klar, Lernen und Arbeiten darf eigentlich nicht mehr getrennt betrachtet werden. Das ist eins. Ne? Also wenn wir jetzt über Lernen reden, haben wir im Hinterkopf, aber eigentlich wollen wir diese Trennung gar nicht haben. Und dann war noch die Frage, was hat das mit Führung zu tun? Und haben dann gesagt, ja, die Führungskräfte müssten eigentlich so ihre innere Einstellung verändern, von Wissen ist Macht zu Wissen teilen ist Macht. So, also diese 4 Punkte waren so das Ergebnis und die haben uns bisher geleitet in der Corporate Learning Community. Geleitet heißt, wir haben eigentlich jedes Jahr eines dieser Punkte als Jahresmotto genommen, teilweise auch als Motto für die Camps verwendet, sodass wir gesagt haben, wir stellen einfach dieses Jahr mal unter dieses Motto, um zu sehen, was damit alles zusammenhängt. Ne? So, und jetzt sagen wir, wenn diese Vision 2017 entstanden ist, wird es ja Zeit, dass wir mal darüber nachdenken, ob die denn heute noch gültig ist. Denn jetzt sind wir ja schon bald bei 2025 und Simon sagt immer, in 2024 noch von der Vision von 2017 oder zu reden, die nächstes Jahr Wirklichkeit sein soll, ist vielleicht ein bisschen eng. Also ich denke mal an eine Vision 2030, müsste man mindestens denken. Und wenn wir darüber nachdenken, was hat sich denn in der Zwischenzeit geändert gegenüber 2017? Und da gibt es einen Vorschlag, den zeige ich euch jetzt auch gleich. Ich muss erstmal das wieder vorgeben, neu teilen. Da gibt es einen Vorschlag. Teilst du noch? Warte mal. Wo ist er? Ich finde.
Com. Die gibt es ja, den hatten wir eben. Der ist doch aber offen. Nee, den nicht. Du bist dein, zumindest sieht man deinen Mauszeiger auf dem Concept Board. War das Concept Board eben? Nee. Das irgendwo muss das offen haben. Ja, ich kann es auch nochmal teilen. Mach halt den Bildschirm einfach, oder? Also entweder Fenster hier und dann den. Wo ist das auch? Da? Nee, das war nicht. Ja, doch, da. Hier, CC Vision ist ein anderer Tab. Ah ja, sorry. Ja, ja, danke. Ich mach hier den noch. Bisschen kleiner. Ja, vielleicht ist jetzt auch ein bisschen klein. Wir haben so ein bisschen drüber nachgedacht. Alles, was wir bisher beschrieben haben, machen wir es mal an dem von Simon. Simon, vielleicht beschreibst du den. Das, glaube ich, war der Entwurf von dir. Vielleicht kannst du dazu gleich ein bisschen was sagen. Genau, also wir haben uns Gedanken gemacht, was sind denn Sachen, die wir behalten wollen und was sind Sachen, die wir ändern wollen. Und eigentlich, es gab so ein paar Anläufe schon. Vielleicht habt ihr mal in den Manager-Seminare, war mal ein Artikel zu der Vision. Da gab es auch schon so ein Team vorher, was sich so überlegt hat, passen eigentlich diese vier Handlungsfelder noch? Und das haben wir jetzt nochmal gemacht. Und sind irgendwie dazu gekommen, klar, man kann immer an Wording fallen und an Beschreibungstexten, aber eigentlich stehen wir hinter den vier Handlungsfeldern noch. Was so ein bisschen problematisch war, war, dass in dem Wikibook, da standen halt einfach diese vier Sätze quasi oder vier Handlungsfelder eigentlich ziemlich losgelöst vom Kontext. Also klar kann man jetzt sagen, okay, in den Feldern muss man was tun, aber was hat es eigentlich mit der Organisation zu tun und was hat es mit der Wertschöpfung zu tun? Und wie kann ich argumentieren, an welcher Stelle sozusagen, wenn ich besser vernetzt agiere oder vernetzt lerne, das irgendwas mit meinem Prozess macht, den Prozess schneller macht oder innovativer macht. Und das andere, was wir festgestellt haben, ist, dass obwohl wir jetzt schon lange Zeit eigentlich drüber sprechen, dass diese Grenze innen, außen in vielen Bereichen immer mehr, also durchlässiger wird, sage ich es mal zumindest. Das eine ist jetzt so, Leute blocken vielleicht gar nicht intern, sondern schreiben Posts auf LinkedIn oder haben ihren eigenen Blog oder Podcasten draußen oder so. Ne? Aber auch so dieses, wie kommt Wissen von außen rein? Man geht auf Barcamps, holt sich Anregungen von anderen, dass das quasi eine Dimension ist. Und da würde ich mal, warte mal, ich nehme das mal gerade in die Moderation. Na, dann haben wir mal so angefangen, so ein bisschen zu brainstormen. Na, und hatten auf der einen Seite gesagt, das sieht man jetzt hier in dem Bild, es wäre spannend, dass irgendwie in das Bild an sich mal so die Systemgrenze, also die Organisationsgrenze reinkommt. Ne, wo man sagt, man ist eine Organisation, aber man ist abgegrenzt von der Umwelt und sowas wie Enterprise Social Network findet halt innen statt und Social Media findet außen statt. Und das Gleiche kann man für Lerncontent sehen. Ne? Ich kann irgendwie sagen, ich will irgendwie Agile-Coaches ausbilden. Mache ich dann mein Curriculum, mein Content, mein E-Learning selber oder kuratiere ich das von extern? Ne? Da bin ich dabei so Content Curation. Ja, und da hat man dann, gab es so eine frühe Version der Grafik, ne? Haben wir gesagt, wir malen hier mal eine Grenze rein, sagen, schreiben da mal lernende Organisation drauf, weil das vorher gar nicht so sehr im Scope der CLC war. Also dass das sozusagen das übergeordnete Ziel ist und vier Handlungsfelder drunter und haben dann angefangen quasi diese Felder so zu malen, dass sie eben über die Grenze hinausgehen. Ne? Dass man sagt, eine Abteilung, die bisher für Lernen, das Treiben des Lernens zuständig war, ist nicht nur intern vernetzt mit einer IT oder mit einer Projektmanagementabteilung oder Strategieabteilung oder wem auch immer, sondern ist auch extern vernetzt. Man holt sich von extern Beispiele und hat den Blick, was ist draußen der beste Benchmark, ne? Und kocht nicht im eigenen Saft. Das Gleiche mit den Lernenden. Die Lernenden, klar gibt es viele Angebote in der Organisation, ist gut, dass jeder weiß, was SAP den SAP-Mitarbeitern anbietet. Aber vielleicht sendet man auch die Botschaft, wenn ihr ein besseres YouTube-Tutorial findet zu dem Thema, dann nutzt das. Weil eigentlich geht es ja darum, dass SAP von dem Weltwissen profitiert, egal ob das jetzt von intern oder extern kommt. Ja, also das war so eine Iteration. Und dann war noch eine zweite, das ist, worauf ich jetzt zoome. Da habe ich das Bild ein bisschen links weiter. Weiter, schieb mal weiter, da ist es jetzt nochmal leer. Okay, warte einen Moment. Sind wir gerade, das ist hier mit dem Pad nicht ganz so leicht. Links, 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 links. Das andere links. Hier. Da, ja. Genau, also das war so diese ewige Frage, was bringt es eigentlich, das Lernen? Und da kam dann diese Iteration, wo wir gesagt haben, wir müssen eigentlich mal sozusagen auch die Wertschöpfung oder den Purpose, also wofür ist die Organisation eigentlich da und was macht die, mit in das Bild rücken.
Na, und so kam eigentlich, vielleicht, wer in den 80er Jahren Business Process Management gemacht hat, da kamen solche Bilder her, ne? Wo man sagt, man hat mal irgendwie so eine Wertschöpfungskette. Es ist eigentlich der Übergang von hierarchischer Denke, ne? Also ich mal so Organigramm und dann läuft mein Prozess da irgendwie so durch und überall gibt es wahnsinnig viel Verschwendung. Ne? Hinzu, ich mal meinen Prozess mal Lean, ne? Ganze Thema Lean Management und ich organisiere mich so, dass der Prozess Lean läuft und nicht so, dass jeder sein Fürstentum hat. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, jetzt aus so einer Lernperspektive ist eigentlich die Idee, das, was man weiß als Organisation, was man lernt, muss eigentlich die, und da haben wir auch ein bisschen gerungen, schreibt man da Prozesse hin. Und Prozess ist ja auch so ein Thema, was jetzt nicht so super sexy ist. Ne? Und vielleicht sowas wie Collaboration oder Zusammenarbeit, um ein Ergebnis zu erzeugen, ist vielleicht ein bisschen eingängiger. Deswegen ist jetzt zumindest in dem Draft mal der Begriff Zusammenarbeit gelandet. Ne? Also man sagt, was wir eigentlich wollen, ist, das Lernen in der Organisation zu fördern. Dadurch, dass die Zusammenarbeit besser wird, die Ergebnisse besser wird. Die nicht Kunden, haben wir auch diskutiert, ob man Kunden hinschreiben, ne? Aber wenn ich jetzt eine Behörde bin, eine Stadt, eine Hochschule, habe ich vielleicht keine Kunden, ne? Sozusagen meine Zielgruppen und Stakeholder mit meinem Ergebnis glücklicher sind. Ne? Und zusätzlich noch, dann hier noch dran gehängt, so Trends und Anforderungen. Ne? Anforderungen können natürlich Anforderungen dieser Zielgruppen Stakeholder sein. Wir wollen in Zukunft aber auch mehr mit Wissenschaft zusammenarbeiten, um so ein bisschen systematischer auch zu monitoren, was passiert denn da in diesem ganzen Organizational Learning Bereich und was könnte das wiederum für Learning Professionals heißen? Es gibt viel, die, was ich, Thomas, du agierst auch viel mit Studien und Evidenzlagen und so weiter und ich habe das Gefühl, in vielen anderen Organisationen wird das noch gar nicht so evidenzbasiert gemacht und das könnte nicht schaden, das mal in der Community auch ein bisschen systematischer. Und es sind halt auch Trends und Anforderungen, die aus der Gesellschaft kommen, die aus der Branche kommen. Und wir sind ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt ja im Moment. Wir kriegen ganz viel neue Anforderungen von außen, ne, die gar nicht aus dem Unternehmen kommen. Und da sind unsere vier Punkte noch drin. Das sind die hellgelb unterlegten. Und insgesamt haben wir gesagt, könnten wir jetzt eigentlich unsere Vision ergänzen, um die oder um das Ziel, die lernende Organisation zu unterstützen. Und das ist meiner Ansicht nach ein ganz großer Wechsel. Während wir bisher eigentlich die PE-Abteilung unterstützt haben, die Trainingscenter unterstützt haben, die alle immer einzelne Mitarbeiter sehen, dass einzelne Mitarbeiter sich qualifizieren. Wenn wir die lernende Organisation unterstützen, dann braucht es ganz andere Dienstleistungen. Denn dann geht es darum, den Rahmen dafür zu schaffen, dass eine Organisation lernen kann, dass Leute ermuntert werden, sich auszutauschen, dass Leute Zeit bekommen dafür, dass Leute Budgets bekommen, auch mal sich mit Externen auszutauschen, zu einer Konferenz zu gehen und, und. Also ihr merkt schon, die Rolle, die bisher L&D hatte, ist eine Rolle, wir bereiten Wissen auf und verkaufen das, manchmal so platt formuliert. Und die neue Rolle wird sein, wir sind ein Teil der Führung des Unternehmens, die dafür sorgt, dass dieses Unternehmen sich von sich aus weiterentwickelt. So, und das ist, glaube ich, ein Riesenschritt, wenn wir den jetzt angehen. Aber ich habe so den Eindruck, es wird Zeit, dass wir uns um die lernende Organisation kümmern. Und jetzt wäre so die Idee, was haltet ihr davon, was habt ihr für Gedanken dazu? Und wäre ganz schön, wenn ihr alle das Konzeptboard aufmacht. Den Link findet ihr in Slack unter dem Raum Leier. Simon hat den vorhin reingestellt. Genau. Und ihr könnt alle praktisch an diesem etwas links stehenden, noch leeren Teil eure Anmerkungen machen, indem ihr euch einen kleinen so ein Sticky Note annimmt und das hinschreibt. Also der Link ist auf 5, 6 Posts zurück, 13:56. Und sollen wir einen Timer wieder stellen? Und dann ja, wäre ganz gut. So 5 Minuten reichen, ne? Oder? Ja. 5 Minuten. Dann schreibt einfach und anschließend reden wir drüber, damit wir wissen, was ihr euch so vorstellt. So etwas Ähnliches haben wir schon mal gemacht und wir sortieren nachher eure ganzen Antworten zusammen, um uns ein bisschen besseres Bild zu machen, wo es eigentlich hingehen könnte und sollte. Ich würde mal. Wo welche rechts davon? Oder was hast du? Die Lehre. Also das, was Simon, oder dieses Bild, es ist etwas links von dem ganzen, ja.
Wir können einfach drauf, also die postet halt, wenn ihr, wenn ihr sagt, das passt thematisch irgendwo hin. Ja, nee, das, sonst finde ich es nachher nicht mehr raus. Guck mal, das ist das gesamte Bild hier. Hier seht ihr die Masse und an dem wollen wir arbeiten. Ne? Links. Links runter, okay. Ah ja, da ist es echt schon ein gelbes Post. Warte mal, na, es gibt, ich zoome nochmal raus. Es gibt quasi hier drüben, gibt es das andere. Also das, was ihr jetzt seht, das haben wir schon, das haben wir am Corporate Learning Camp in der Session mal gemacht. Da haben schon Leute Kommentare. Die wollen wir getrennt auswerten. Und wenn ihr, von, wenn ihr bei dem zufällig seid und geht hier nach links drücken, also eigentlich nur das links in der Mitte, ja, das ist das, was Karl-Heinz gerade gemeint hat. Da, wo die vielen Pfeile sind. Und wenn euch die Pfeile stören, kann man die auch wegnehmen, ne? Genau, in der Anzeige. Also die Anni, die Annabella, Christine, Thomas, du bist richtig, Katrin. Genau, und ich würde den, sagen wir mal, auf 5 Minuten. Annika. Ja, ja. Das gilt für euch Onliner ganz genauso, ne? Ihr arbeitet auch bitte an dem Dings, weil wir würden gerne eure ganzen Anmerkungen auch mit drauf haben. Thank you.
Oh, wir haben ganz viele Onliner verloren. Das ist immer, wenn gearbeitet werden muss. Ja. Ja, warum? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es waren vorhin mehr. Du warst zu still hier. Ach so. 25 sind wir. Ach so, na, dann ist ja okay. So, der Timer ist abgelaufen. Magst du schon wieder mein Englisch teilen oder soll ich? Ja, bei mir läuft ein anderer Timer, aber ist okay. Da sind es noch 2 Minuten. Achso, okay, ja, okay. Passt. Aber magst du wieder mein Englisch, bitte? Ja. Dann spielen wir aus. Falls ihr das noch nicht von Concept Board kennt, das mit den Timern ist ein Feature. Der Timer läuft auf jedem Concept Board, also für jeden anders. Es ist von dem jeweiligen PC abhängig. Wow. Ja, ist echt so. Wir haben das in unseren Meetings schon ganz oft gehabt. Der Moderator hat einen Timer und die gehen in Gruppen und die laufen total unterschiedlich. Ist bekannt, ist, haben wir auch schon gemeldet. Okay, aber dann warten wir jetzt mal die 1 Minute und 40 Sekunden noch ab, die mein Timer zeigt. Wir haben leider gar nicht aufs Board, nur mal so zum Sagen, es wird bei uns blockiert von der IT-Security. Oh ja. Überhaupt Concept Board dann wahrscheinlich, oder? Leider, ja. Ja, du kannst auch einfach aussteigen aus der Moderation, wenn du willst. Aber wir können auch rausgehen, ja. Jeder kann einzeln aussteigen. Ja, ja, unten. Aber ich bin jetzt raus. Oder wenn du magst, kannst du es irgendwie textuell in den Chat, dann kann ich es drüber kopieren. So, es ist schon ganz schön viel entstanden. Das freut mich sehr. Kann wieder jemand das Board teilen? Ah ja, 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 Moment. Du bist ja ganz anders. Ja. So, mein Timer ist abgelaufen. Jetzt sollten wir wirklich aufhören. Ja, erstmal schönen Dank. Das heißt, ihr könnt weiter schreiben, wenn ihr im Hintergrund wollt. Das ist gar kein Problem. Ich würde das ganz gern ein bisschen was hören. Dazu müssen wir das sowohl ein bisschen größer machen, um es lesen zu können. Ich fange mal an der linken Ecke unten an, wo es um Lernumgebung geht. Ich vermute mal, ihr habt es auch so ein bisschen zugeordnet. Da steht Open Source Lernumgebung definieren, Login-Effekte vermeiden, Übertragung in Tools ermöglichen, die es noch nicht gibt. Wer hat das geschrieben? Kannst mal. Moin. Ja. Ich habe das geschrieben. Genau. Ja, vor dem Hintergrund gesehen, dass die Tools sich immer wechseln, muss man eben da sehen, dass man bei offenen Formaten bleibt, die dann auch später gut transferierbar sind. Das ja, ist eigentlich die Haupt.
Botschaft und die ich glaub, Padlet ist da abgebildet, was, glaube ich, sehr schwer zu exportieren ist. Ja, also du plädierst für Open-Source-Tools, damit man die auch später noch verwenden kann. Genau, Markdown-basierte Geschichten, sowas in die Richtung, ja. Ja, wunderbar. Dann Konzepte, um Lernmultiplikatoren zu aktivieren. Wer war das? Das war ich. Ich mal. Ich meine damit, wie, also wenn Learning and Development die Rolle nicht mehr ausfüllt, wir brauchen ja Personen in der Organisation, die dann auch Aufgaben übernehmen, beziehungsweise die das dann, die Lernorganisation mit Leben füllen. Und wie kann man die aktivieren? Wie schafft man es, die auch am Leben zu halten und auch zu motivieren? Oder sind sie von sich aus motiviert? Weiß ich nicht. Also mit dieser Frage sich zu beschäftigen. Ja, interessanter Aspekt. Genau, da muss es ja viele geben, die andere mitreißen und andere anregen. Ja? Lernen in Dailies, Weeklies und so weiter. Oh, was ist denn los? Ja. Lernen in Dailies und Weeklies. Wer hat es geschrieben? Also ich habe, das knüpft eigentlich gut an den Punkt an mit den Konzepten. Also ich denke mir, dass wenn das Thema Lernen einfach überhaupt noch mehr verbreitet werden soll und die ganze Organisation davon auch betroffen ist, dass es einfach so als wirklich als vielleicht als Tagesordnungspunkt irgendwie, dass man sagt, einmal im Monat sprechen wir über das Thema, nicht nur über irgendwie das Fachgeschäft oder jetzt Themen, die jetzt vielleicht nur das Team bewegen, und dass man da wirklich sagt, okay, es gibt vielleicht dann diese Möglichkeiten, dass es eben nicht nur in dem Bereich Arch Learning irgendwie drin bleibt, sondern dass das in sämtlichen Fachbereichen einfach verteilt ist. Gute Idee. So etablieren, dass man sich täglich kurz austauscht, was man macht und so. Je nachdem, was man halt hat. Manche haben vielleicht nur Team-Meetings einmal in der Woche. Oder so. Ja, klasse. Okay. Rahmenbedingungen für Lernen genau definieren. Wer? Ja, das bin ich, der Max. Und ich habe meine drei gleich, die beiden oben sind auch noch von mir, meine drei einfach in diese leere Ecke gestellt, ohne zu schauen, in welche Richtung es geht. Rahmenbedingungen, vor allem bei der Post ist es enorm wichtig, dass wir für Blue Collar, White Collar andere Rahmenbedingungen schaffen. Und da sind wir jetzt dran, und ich finde das sicher für alle anderen Firmen auch wichtig, um die nötige Sicherheit zu geben, dass man darf lernen am Arbeitsplatz, ist heute immer noch nicht selbstverständlich. Sag mal ein paar Beispiele für Rahmenbedingungen, die du meinst. Zum Beispiel, jeder Blue Collar kriegt einen Tag im Jahr zur freien Verfügung, wo er dann irgendein WBT, irgendetwas nach seiner Wahl, Video oder so, durcharbeiten kann, ohne dass er dafür separat bezahlen muss. Er kriegt Arbeitszeit dafür. Einfach alle, die Rahmenbedingungen auch mit der Gewerkschaft abgestimmt. Ja, also Zeit und Budget ist bei dir. Ja, wunderbar. Okay, nimm das nächste gleich. Ja, Führungskräfte als Lernbegleiter ist bei uns noch nicht so, und das ist mein Wunsch oder mein Ziel, auch gemeinsam mit der Community, die Führungskräfte in die Pflicht zu nehmen. Wenn ja alles verteilt wird und nicht mehr zentral gesteuert wird, sollte man die Lernenden nicht alleine lassen, sondern die Führungskräfte da mit ins Boot holen. Und die begleiten, entwickeln, dass sie Lerncoaches werden, nebst ihrer Führungsrolle. Könnte aber grundsätzlich auch, könnten andere auch sein, müssten nicht unbedingt die Führungskräfte sein, ne? Nein, aber ich habe die im Visier, weil die sagen immer, keine Zeit, Lernen ist über, weißt du, wenn man Beteiligte, wie sagt man, dazu macht, dass sie auch Verantwortung übernehmen müssen, ist das Lernen viel etablierter, als wenn da irgendeiner vom HR oder weiß nicht wo kommt und ihnen das aufordert. Okay, und dann Lernen mit OKRs ist dann auch von dir? Ja, das ist auch noch von mir. Entschuldigung, ich habe gleich drei hingeschrieben. Wir arbeiten mit OKRs, also den Quartalszielen und Key Results. Und da ist Lernen nie ein Thema. Und das wäre vielleicht noch eine Idee, wer mit OKRs arbeitet, dass man dann auch gleich die Lernelemente, die da dabei mitschwingen, thematisiert und mitnimmt. Also das Lernen mit in die Ziele aufnehmen. Ja, genau. Wunderbar. Dann, warum linearer Prozess? Sollte das nicht eher iterativ sein? Das geht wahrscheinlich auf die Grafik. Wer? Da ist die 6. Genau, also ich habe mir nur die Frage gestellt, warum ihr das aktuell linear dargestellt habt. Für mich wäre das eher ein Kreis. Das kommt ja immer wieder. Ich meine, die Anforderungen ändern sich, und damit
ergeben sich dann auch die Folgeaktivitäten. Also man könnte eventuell die Zielgruppen-Stakeholder in die Mitte von so einem Kreis packen und vielleicht auch Strategie und Ziele möglicherweise mit integrieren. Also Trends, Anforderungen, Strategie, Ziele hängen ja auch unter Umständen miteinander zusammen. Ja. Gute Idee. Ja, wunderbar. Es lohnt sich schon, mit euch zu reden. Ja. So, dann darüber das Lila, neue Lernrollen in der Organisation. Ja, da kann ich mich an den Gerd anschließen, Felix von SAP. Ja, es geht darum, dass wenn natürlich Unternehmen jetzt in Lernen investieren, wie das aktuell bei SAP der Fall ist, oder in die Lernen der Organisation, dann entstehen auch neue Rollen. Vielleicht Rollen, die wir jetzt heute noch gar nicht kennen. Stichwort Metaverse und so weiter. Und dann das Zweite, was ich geschrieben habe, betrifft natürlich, ich möchte einfach klarstellen, dass dieses interdisziplinäre Lernnetzwerk, das jetzt nicht nur bezogen auf die Organisation, wo man drin ist, sondern unternehmensübergreifend, so wie wir das eigentlich hier vorleben, das, ja, das sollte eigentlich zum neuen Standard werden. Dass ja, also alle, wie wir jetzt. Also mehr in Richtung Lernökosystem. Ja, und du plädierst dafür, diese Unternehmensgrenzen da ganz schwach zu haben, mehr nach draußen zu gehen und sich. Ja, also im Rahmen der Möglichkeiten, die halt gegeben sind. Ja. Das ist ja die Herausforderung. Ja, klasse. Dann Zeitmanagement zum Lernen. Es geht eigentlich auf die Richtung von vorher, einfach, dass eine Firma ein Zeitmanagement einfach organisiert, dass die Leute, die die Zeit zur Verfügung haben, wirklich zu lernen, oft werden Schichten geteilt, wo die Leute sagen müssen, ja, ich habe halt Betrieb, ich habe Kundenverkehr, ich habe gar keine Zeit, einen Online-Workshop, der vielleicht angeboten wird von der Firma, überhaupt zu besuchen, weil eben halt ihre Arbeitszeiten mit Kundenverkehr da ist. Von dem her bräuchte es einfach überall ein Zeitmanagement, die Lernzeit zur Verfügung zu stellen. Ja, also so organisationell bereitstellen, dass Zeit dafür überhaupt da ist. Ne? Ja, gut. Dann über unternehmensübergreifende Formate, Barcamps, Learning, Circle, Shadowing, jetzt mit Rahmenbedingungen versehen. Ja, das war von mir. Also das sind jetzt konkrete Beispiele, die wir jetzt bei der SAP angefangen haben. Und davon ist aber einiges eben so Grassroots. Ich meine, wir tun es einfach, wir fragen oft nicht. Wenn wir fragen würden, würden wir vielleicht auch Antworten bekommen, die wir nicht wollen. Bei dem Shadowing-Programm jetzt Cross-Company haben wir tatsächlich zum ersten Mal die rechtlichen Rahmenbedingungen auch geklärt. Das ist dann ein mühsamer Prozess, also dass ein NDA da ist und dass alles abgesichert ist. Also ich denke, wenn L&D jetzt wirklich den unternehmensübergreifenden Austausch flächendeckend unterstützen wollte, dann müssten wahrscheinlich auch solche Aufgaben von L&D zumindest mal angetriggert werden. Das ist halt Compliance, Datenschutz, weiß der Henker was, all diese Fragen, die kommen, wenn man so ein bisschen nachbohrt, die müsste man dann eigentlich auch, müsste man sich drum kümmern. Ja. Ja. Grassroots funktioniert für eine Weile, aber wenn man es wirklich flächendeckend ausrollen will, dann muss man mehr tun. Ja. Das gehört zu den neuen Dienstleistungen, sowas dann einmal für alle zu klären. Ne? Ja, das stimmt. Transparenz schaffen mit Themen, Schwerpunkten und Interessen. Genau, damit meine ich auch für die Umgebung einfach, wenn man das nicht transparent hat, wer sich eigentlich wofür interessiert und wo der Schwerpunkt jeweils ist, dann wird es auch schwierig, irgendwie weg von diesem. Der Ton ist weg online. Ja, ich höre auch nichts mehr. Ja. Ich auch nicht. Wir hatten eine Tonunterbrechung online. Oh, sorry. Nochmal, jetzt ist hört ihr mich jetzt gut? Ja. Okay. Ich habe nur gesagt, dass Transparenz schaffen für Themenschwerpunkte und Interessen aus meiner Sicht wichtig ist, um sich überhaupt Gruppen anschließen zu können, weil wenn man nicht weiß, was die machen oder was sie interessiert, dann können die sich auch interdisziplinär gar nicht so finden. Und wenn das offengelegt wird, dann ist es einfach einfacher, Anschluss zu finden und sich überhaupt zu bilden. Ja. Schönen Dank, wunderbar. Dann Remote oder Hybrid als neues Default? Ja.
Ja, nur das Thema, dass man sich klar macht, was es bedeutet, wenn wir jetzt Remote Work primär haben, also mit Auswirkungen auch auf Lernorte, wo arbeitet man, wie arbeitet man zusammen, in welcher Zeitzone. Also früher war es ja so, dass Mitarbeiter in einer gewissen Nähe zu einer Firma wohnen müssen, und das haben wir jetzt nicht mehr oder wird zunehmend nicht mehr sein. Und das hat natürlich große Auswirkungen auch auf eine lernende Organisation. Wen kann man als Mitarbeiter, Mitarbeiterin gewinnen? Und genau, hat immense Auswirkungen. Ja, okay. Wieder da im Hinterkopf denken, Arbeiten ist Lernen und Lernen ist Arbeiten. Das heißt, wir könnten auch mitreden, wie Arbeiten in Zukunft aussieht, damit das Lernen dann auch entweder hybrid oder remote oder in Präsenz stattfindet. Dann Lern Microservices. Was könnte man im Self-Service-Verfahren für kollaboratives Lernen zur Verfügung stellen? Das ist von mir, Annie von der Siemens AG. Und zwar inspiriert hat mich hier das, was ich bei Google schon vor einigen Jahren gesehen habe, deren Lernsystem, damals ging es ja nicht um Remote, die hatten ein System, wo jeder, der etwas teilen wollte, Räume, Trainingsorganisation und so weiter, sofort mit ganz wenig Aufwand selbst anstoßen konnte. Und das wurde im Hintergrund gemanagt. Wo ist ein freier Raum? Wie können sich die Leute registrieren und so weiter? Und ich glaube, diese Idee könnte man weiterspinnen. Zum Beispiel, wir haben bei Siemens unsere My Learning World. Da kann jemand eine Empfehlungsliste für bestimmte Lernelemente schnell erstellen, mit anderen teilen. Daraus kann irgendwann auch mal ein Lernpfad werden. Also all die Dinge, die es jemandem, der Know-how hat, leicht machen, dieses Know-how mit anderen zu teilen. Dass man das sozusagen als Microservices anbietet. Also Microservices meinte ich jetzt einfach nur, kann man skalieren, kann man mehr davon machen. Und die Hürde niedrig zu halten, damit Leute ihr Wissen teilen können. Oh ja, sehr schön. Von Wissen, kleine Wissenerstellungsmodule so, bis hin zu ganzen Lernpfaden, die empfohlen werden von. Ja, also ich meine jetzt wirklich das kollaborative Lernen. Ich glaube, für das individuelle Lernen haben wir da schon fast alles, was man braucht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, ich möchte mich mit euch treffen, um dieses und jenes weiter zu lernen, wie kriege ich das gut hin? Ja. Also deshalb für das Kollaborative, für das Individuelle, glaube ich, gibt es momentan schon sehr viel. Ja. Genau, das Kollaborative damit unterstützen. Sehr schön. So, wie ist das mit der Erfolgsmessung? Dankeschön. Ja, also wir sehen halt so ein bisschen, wenn wir jetzt versuchen, selbstorganisierte und kollaborative Lernformate, wie zum Beispiel Lernzirkel, einzubetten in größere Lernprogramme, eventuell auch Blended. Ne? Wie sieht es da mit der Erfolgsmessung aus? Also solange wir bei freiwilligen Angeboten sind, wie jetzt ein Lernostzirkel, spielt die Erfolgsmessung vielleicht nicht so eine große Rolle. Wenn wir das jetzt aber im Firmenkontext sehen, wird natürlich schon irgendwie erwartet, dass man damit feststellen kann oder danach feststellen kann, hat sich das Ganze irgendwie ausgezahlt? Gab es eine Verhaltensänderung, eventuell auch monetäre Ziele, die damit verbunden sind? Und ja, da haben wir eben so, sehe ich so ein bisschen das Spannungsfeld zwischen selbstorganisierten Formaten und Kontrolle oder Erfolgsmessung auf der anderen Seite. Und also wir machen uns im Moment ein paar Gedanken, weil wir eben versuchen, lernzirkelartige Dinge in Lernprogramme einzubinden. Aber ja, ich glaube, das wäre ein Thema, wäre das vielleicht auch mal beim Barcamp eine Session wert wäre. Ja. Also beim nächsten Mal haben wir vielleicht genug Input dafür. Das stimmt. Wir müssen bloß nochmal aufpassen, auch bisher messen wir es nicht richtig. Ne? Denn wir nehmen mal beim Seminar gewesen ist, wissen wir auch nicht, welcher Erfolg bei rauskommt. Das werdet nicht immer gleich auf die neuen Dinge projizieren. Okay, Rahmenbedingungen, Guide für Struktur. Genau, das habe ich gewählt, weil selbstorganisiertes Lernen bedeutet auch, selbstorganisiert zu sein. Bei uns ist es leider noch nicht so weit und uns ist aufgefallen, dass mit gewissen Eckpfeilern eine Struktur gegeben wird, die Sicherheit vermittelt, und dann ist es zumindest schon mal die richtige Richtung. Okay, also so ein bisschen nicht ganz loslassen, sondern so ein Stückchen die Anleitung. Hand hinhalten bei Bedarf. Okay, sehr schön. Zukunftskompetenzen berücksichtigen.
Ich finde den Aspekt noch wichtig, welche Themen sollten uns umtreiben, auch den Lernenden an sich. Wie kommt ihr überhaupt dahin zu wissen, welche Themen interessieren mich? Wie kann ich selbstgesteuert lernen? Was heißt Kollaboration? Also überhaupt so ein Mindset aufzumachen für Themen, die ich in meinem Arbeitsalltag integrieren kann. Auf welche Lernreisen möchte ich mich überhaupt begeben und das Thema überhaupt Lernen anzugehen? Das heißt irgendwie, man müsste dann in so einer Lernendenorganisation da so eine Anregung schaffen. Guck mal, das sind die wichtigen Themen, mit denen müsste sich jeder beschäftigen oder so. Ne? Ja, weil ich glaube, wir sind in unserer Bubble und dann komme ich so aus meiner Bubble manchmal gar nicht raus, welche Themen vielleicht noch wichtig wären oder Kompetenzen oder ja. Inhalte, weil ich mich sehr stark in meiner Welt bewege. Und das war ein Thema gestern auch, so einen informellen Austausch mal zu gucken, welche Themen docken noch wo an oder wäre eine Bereicherung auch aus meiner Bubble heraus. Ja. Ja, wunderbar. Wissen ist individuell und die Anwendung vom Kontext abhängig. In die 6. Genau, also was ich damit sagen wollte, ist, wenn wir von zentral gesteuerten Lernen sprechen, dann verstehe ich darunter oftmals vorgegebene Lerninhalte, die sich auch durch Ressourcengründe sehr stark oder gerne mal standardisieren lassen. Wenn wir jetzt selbstorganisiertes Lernen oder kollaboratives Lernen anschauen, dann haben wir ja jetzt die Chance, dass wir Komplexität nutzen können und dass wir viel mehr auf den Kontext eingehen können, was dazu führt, dass das Wissen angewandt werden kann. Und dann wird es ja Wissen. Vorher ist es ja irgendwo eine Information, die im Raum steht. Und da gehört für mich dann einfach nur dazu, dieses Bewusstsein auch in so einem kollaborativen Umfeld auch wirklich den Kontext zu fokussieren, unter dem die Inhalte, die jetzt erarbeitet werden, gelten oder auch nicht gelten, damit sie eben Anwendung finden können. Und die beste Fokussierung wäre, nur Dinge zu lernen, die ich selber in der Arbeit auch umsetze. Die ich brauche, ja, genau. Die ich brauche. Und dann macht es Spaß, sehr weil dann schön. Sehe ich Erfolg. Ja, kriegen wir hin. Dann welche Zukunftskompetenzen braucht die CLC-Community, um die neue L&D-Rolle zu leben? Erst von mir. Ja. Dankeschön. Es schließt eigentlich perfekt dran an. Ich meine, so nach innen gerichtet, um auch zu schauen, okay, was tun wir selber dafür, oder wie können wir uns in diese Richtung bewegen? Also welche Kompetenz haben wir vielleicht jetzt nicht, brauchen wir aber für die Zukunft, wenn wir auf die Trends schauen. Weniger dann für die lernende Organisation, aber wir sind ja dann trotzdem treibende Kräfte der lernenden Organisation und dadurch braucht es dann die Kompetenz. Hast du schon erste Ideen? Ja gut, das ist jetzt Community, heißt auch Community Management. Okay. Ich glaube nicht, dass wir alle Community Management schon per se können. Hast du recht, genau. Das würde eine der Kompetenzen wohl sein. Dann Nachhaltigkeit in den Hauptfokus setzen. Ja. Also als Metathema oder lernkulturelles Thema vielleicht, also dass man Nachhaltigkeit als Leitbild nimmt im Sinne von nachhaltiges Lernen, auch überlegen, was kann man da aus der Psychologie vielleicht auch entnehmen, wann ist Lernen nachhaltig, was funktioniert da, aber auch als Thema. Also für mich ist das eines der Hauptthemen, die uns bei jedem Inhalt oder als Metathema angeht, also was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun und da meine ich jetzt ökologische Nachhaltigkeit, wie beeinflusst das jetzt die Rahmenbedingungen des Arbeitens und Lebens. Ja. Ja, schönen Dank. Ich habe jetzt so ein bisschen das Problem, unsere Zeit ist um und ich bin immer für Pünktlichkeit. Jetzt gehen wir nur ganz schnell nochmal die Punkte durch hier. Ich glaube, die erklären sich selber. Ganz generell gelungene Idee, die Perspektive von HRD, also HR Development wahrscheinlich, zur Entwicklung, zur Lernorganisation zu wechseln. Ja, danke. Datenschutzrichtlinien, ja, glaube ich, brauchen wir im Moment nicht ausführen. Success Stories verwenden, ja, wäre bestimmt gut. Dann Zugriff auf Wissen Unternehmensübergreifung zur Verfügung stellen. Müssten wir dafür sorgen, dass andere das zur Verfügung stellen. Müssen ja nicht wir machen, aber wir könnten die Infrastruktur dafür geben. Wirtschaftlichkeit, Mehrwert oder den Need darstellen. Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen. Ja, also da wird es Kritiker geben. Da denke ich auch, haben wir noch ein großes Problem. Und Lernökosystem als Ergänzung zur lernenden Organisation, da hilfreiche strategische Metapher. Neue Formate für Teams und Orgs neben Barcamps wie Hackathons. Change kann wieder Wandel gestaltet werden. Okay,
Ja, herzlichen Dank für eure vielen Beiträge. Ich werte sie nochmal aus und befasse sie mit denen vom letzten Camp zusammen. Und wir haben als ja irgendwie vor, im Herbst mit der Community vielleicht nochmal einen Hackathon zu machen, um mal zu sagen, so was verabschieden wir jetzt wirklich. Und dann unsere, aber lasst uns noch ein bisschen Zeit, wie wir es am besten gestalten. Aber es soll ein Community-Projekt sein, die Erstellung der nächsten Vision. Vielen Dank für euer Mitmachen und bis demnächst mal.